Schönen guten Tag. Das ist Abbas Marufi. Und ich bin sehr froh, dass er die Einladung nach Wien angenommen hat, denn er ist für mich einer der wichtigsten lebenden Schriftsteller. Er stammt aus dem Iran, er ist Exilant, er lebt seit vielen Jahren in Berlin und ist zudem ein extrem fleißiger Kollege. Also ich kenne eigentlich überhaupt niemanden, der so fleißig ist wie Abbas. Er ist nämlich Romancier, er ist Verleger, er hat eine Buchhandlung in Berlin, in der Kantstraße. Er gibt Schreibkurse im Internet, weil er natürlich nicht in den Iran zurück kann, anhand einer Software, die aus den USA stammt und von den Behörden nicht gehackt werden kann, hat er über 1000 Schüler und Schülerinnen, mit denen er mehrfach in der Woche schreibt, denen er Schreibunterricht gibt. Und er, was ich ganz faszinierend finde, er druckt und bindet die Bücher auch noch selber. Also ein Mann, der sozusagen eine lebende Repräsentation der Buchkultur. Und sein Roman, der zuletzt auf Deutsch erschienen ist, Feridun hatte drei Söhne, passt wie angegossen zu dem Thema des diesjährigen Humanities Festival, denn er behandelt die iranische Revolution und ihre Folgen. Es ist ein Roman, der einerseits im deutschen Exil spielt, andererseits, soll ich mal kurz warten, dass Sie noch ein paar Stühle aufstellen? Und da sind übrigens noch ein, zwei Plätze sind auch hier vorne. Da sind noch zwei. Also der Roman spielt einerseits im deutschen Exil, andererseits gibt es immer wieder Rückblenden in die Zeit der Revolution und vor allem in den Monaten und Jahren danach, große Konflikte, große Umbrüche, große Spannungen anhand einer Familie mit vier Söhnen, obwohl der Titel heißt Feridun hatte drei Söhne. Was es damit auf sich hat, das ist eins der Geheimnisse dieses Romans, werden Sie selber nachlesen müssen. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir ein klein wenig den Roman vorstellen. Abbas würde einen kurzen Ausschnitt im Original vorlesen, damit Sie einfach den Klang der Sprache hören oder wenn Sie Farsi, Persisch können, dann natürlich die Sprache verstehen. Ich würde den kleinen Ausschnitt dann auf Deutsch vorlesen und dann unterhalten wir uns ein bisschen über Revolution und Literatur am Beispiel Irans. Und in den letzten 20 Minuten haben Sie die Gelegenheit, Fragen an Abbas zu stellen. Ja, Abbas, willkommen. Dankeschön. Sollen wir erst einmal kurz einen kleinen Ausschnitt vorlesen, damit der Roman vorgestellt wird und dann unterhalten wir uns? Soll ich das Mikrofon? Ich bin sehr dankbar und das ist eine große Ehre. Ich habe einen guten Freund, einen guten Schriftsteller, Ilya. Wir hatten ein paar Mal Lesungen in verschiedenen Städten und ja, das ist ich habe neben Ilya einen Stuhl, das ist ein sehr sicher für mich. Und ich bin sehr dankbar, ich darf hier Lesung haben und danke, Sie sind gekommen. Und ich lese ein bisschen original von diesem Roman. Dieser Roman hat vier Teile. Ich, du, wir und sie und ja. انقلاب یعنی دگرگونی ایرج. وقتی می رفتی در حاله دود راحت تر می توانستم حرف بزنم. چشمات را نمی دیدم. گفتم انقلاب یعنی تصفیه خون، یعنی کثافت را باید بیرون ریخت و خلق خالص را نگه داشت. انقلاب یعنی گفتی همه تعریف ها را می دانم. ولش کن.
ولی یادت باشد مجید ما اینقدر به خودمان مطمئن هستیم که نیازی به کشتن مخالفانمان نداشته باشیم این همه آدم این همه مبارزه این همه کشته معنیش این بود که ما هم منطقمان گلوله باشد باز به پیپ سرگرم شدی اما لبخند گوشه لبت عکس شد و در ذهن من ماند روشن کردی و باز در لایه‌ای از دود پیپ محو شدی خودت رو تعریف کن مجید یعنی چی؟ یعنی که تو کی هستی؟ منم آره تو خودت هستی اما کی هستی؟ دنبال روی استالین؟ سمپات انور خوجه؟ تو خجالت نمی کشی این عقب رو؟ تو خجالت نمی کشی این عقب افتاده ها رو رهبر چپ می دانی؟ یک بار بنشین خودت رو برای خودت تعریف کن ببین برای چی داری مبارزه می کنی؟ واقعا برای چی؟ بالاخره تو و سازمانت اهدافی دارید حرف حسابتان چیست؟ گفتم رادیکال روی خط لنین سازمان ما مخالف مرزهای جغرافیایی مرز مخالف تبعیض نژادی مخالف برتری قومی و مخالف هر گونه مذهب و دخالت آن در اجتماع و شؤونات زندگی مردم است ما در صدد حکومتی هستیم بر مبنای آرمانهای طبقه کارگر خب؟ همین هیچ وقت یادم نمی رود هیچ وقت یک سیگار زرد در آوردم و با حالتی که بخواهم جلوی پیپ اشرافیت قد علم کنم روشنش کردم و نشان دادم که حرفات هم همینطور است خیلی شایسته بود ایرج خجالت می کشم Dann verflogen die Jahre und wir landeten in Winkeln, die wir uns nicht einmal in unseren Albträumen hätten ausmalen können und begriffen nicht, weshalb. Wir glaubten, wir glitten durch die Zeit, wurden aber unter ihren schwarzen Rädern zermalmt. Du sagtest, die Revolution ist noch nicht vorbei. Jetzt haben wir erst eine Etappe überstanden. Wir müssen darum kämpfen, dass die Macht unter dem Volk aufgeteilt wird. Und du zündestest deine Pfeife an und suchtest wieder in der Bibliothek nach Büchern. Lies sie, geh ihnen auf den Grund. Politik ist wie Wellenreiten, aber Literatur bedeutet Tauchen. Vielleicht ist es sogar besser, dass sie uns ausschließen. Und die Revolution verdrehen, damit wir lernen, uns selbst zu formen, zu protestieren und Widerstand zu leisten, um soziale Gerechtigkeit zu erlangen. Humansozialismus, Sozialismus im Verein mit fundamentaler Demokratie. Komm, lies das hier. Wie gewöhnlich wandtest du dich ab mit einer Drehung auf deinem Absatz und hieltest mir die tibetanischen Sagen hin. Lies auch das hier. Die Nachtwandler, lies soziologische Werke, den Ursprung der Arten, lies Shamlu, Flügel zum Fliegen habe ich keine, doch ein Herz und die Sehnsucht der Kraniche, oder lies Furuk, sie ist sehr menschlich. Furuk war eine Nutte, Iraj, wiederhol nicht so ein Mist. Du hast mir so liebevoll gegrollt, dass ich mich schämte und den Kopf senkte. Dennoch, erwiderte ich, Die Revolution ist härter und brutaler, als du glaubst. Wir haben Opfer für sie gebracht. Junge Männer wurden getötet, die zum Mythos wurden. Was, glaubst du, lernen wir aus dem jähen Sturz der Armee, Iraj? Dass wir auf die Realitäten richtig reagieren. Nicht, dass wir uns in Gefühle, Gedichte und Liebesromanzen flüchten. Denk in diesem Land, in dem jeden Augenblick etwas Neues geschieht, an meine Worte, Kind. In diesem Land, in dem jeden Augenblick etwas Neues geschieht, ist kein Platz für Blumen und Nachtigallen. Ehe du ein nebensächliches Problem erörtert hast, geschehen tausend andere Dinge. Gestern Nacht etwa wurden 4 Banditen hingerichtet. Ich schob dir die Zeitung hin, die Seite, auf der man die Fotos der Leichen nebeneinander abgedruckt hatte. Neben den Bastarden von Generälen war Hoveidas Foto größer als das der anderen. Auf der anderen Seite des Tisches hast du deine Pfeife gereinigt. Du warst schwächlich mit einer kleinen Orientrose von einem Mückenstich aus Kinderzeiten auf deiner rechten Schläfe und mit Augen, die Vatersaugen ähnelten.
jedoch nicht schwarz, sondern grau waren. Reglos wie eine Statue starrtest du durch deine Brillengläser mir so in die Augen, dass ich gezwungen war, den Kopf zu senken und meine Hände zu betrachten. Ich spreche ernsthaft mit dir. Freust du dich tatsächlich über diese Hinrichtungen? Ja, ich freue mich, Iraj. Savakis, Verräter und Henker muss man ausrotten, oder etwa nicht? Es wäre nicht schlecht, wenn du einen Blick auf die bisherigen Erfahrungen werfen würdest aus China, der Sowjetunion, Frankreich, aus all den anderen Revolutionen. Revolution bedeutet Veränderung, Iraj. Wenn du in einer Rauchwolke versankst, konnte ich sorgloser sprechen. Ich sah deine Augen nicht mehr. Ich sagte, Revolution bedeutet Blutwäsche. Man muss den Dreck rauswerfen und die Reinheit der Massen bewahren. Revolution bedeutet, ich kenne alle Definitionen, lass das mal. Denk nur dran, Majid. Wir sind so sehr von unserer Idee überzeugt, dass wir keinen Grund haben, unsere Widersacher zu töten. Bedeuten all die Menschen, all der Widerstand, all die Toten, dass auch wir der Logik der Gewehrkugeln folgen müssen? Du fülltest erneut deine Pfeife, doch das Lächeln in deinem Mundwinkel wurde zu einem Bild und blieb mir in Erinnerung. Du zündetest die Pfeife an und versankst wieder in einer Rauchschwade. Definiere dich selbst, Majid. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, wer bist du? Ich bin ich. Ja, du bist du selbst, aber wer bist du wirklich? Bist du etwa ein Anhänger Stalins, ein Sympathisant von Enver Hoxha? Schämst du dich nicht, diese Rückständigen als Linke zu bezeichnen? Setz dich einmal hin und definiere dich für dich selbst. Überleg, wofür du kämpfst. Wofür? Tatsächlich. Schließlich haben du und deine Organisation Ziele. Wofür steht ihr? Radikal auf Lenins Linie. Unsere Organisation ist gegen geografische Grenzen, gegen Rassendiskriminierung, gegen rassische Überlegenheit, gegen jede Form von Religion und deren Einmischung in die Gesellschaft und in den Alltag der Menschen. Wir streben eine Herrschaft auf der Basis von Idealen der Arbeiterklasse an. Und? Nur das. Ich werde es nie vergessen, nie. Ich zog eine Zigarette heraus und zündete sie vor dir an, als Entgegnung auf deine Pfeife, die deine aristokratischen Bemerkungen unterstrich. Es war wirklich scheiße, Iraj. Ich schäme mich. Aber das sind zwei ganz typische Positionen während und nach einer Revolution. Du warst ja selber damals im Iran. Was war denn die Rolle der Schriftsteller und was waren die Haltungen und die Diskussionen, Dispute während dieser Monate und Jahre? Ja. In Revolutionszeit, ich war ungefähr 20 Jahre alt. Und als ich 19 war, ich bin in iranische Schriftstellerverband Mitglied geworden und viel Zeiten. Ich war jüngster Mitglied von iranischen Schriftstellerverband und ich habe eine große Geschichte persönlich. Aber als ich habe in Straßen in Teheran, im Nordiran und mehr in Teheran habe ich gelesen, gesehen, gehört. Das ist in diesem Roman alles in meine Erfahrung. Alles ich habe gesehen. Das ist richtig. Und ich habe zwischen meiner Erfahrung ein bisschen Fantasie und Geschichte, Roman und Technik zusammen gemacht und 2 Jahre in Heinrich Böll Haus in dieses Roman ich habe geschrieben. Aber die ganze 2 Jahre, jede Nacht 5 Stunden ungefähr, immer ich habe geweint, weil ich habe gesehen, was wir haben verloren. Wir haben unsere Irak.
viele Bücher und ich habe gesehen, viele Leute eine Bibliothek, Privatbibliothek. Sie haben in der Straße abgeholt und dann verbrannt. Und sie hatten Angst. Ein paar Bücher waren kommunistische Bücher oder islamisch oder literarisch, egal. Wer hat diese Bücherverbrennungen gemacht? Leute. Leute, sie hatten Angst. Und weil ich habe eine Erfahrung, einmal ich war literarischer Lehrer in einem Gymnasium und immer ich war im Dienst und in Schule und eine Gruppe sind sie haben attackiert mein Haus und sie haben meine alle Bücher kontrolliert. Und dann eine junge, ich glaube 18, 19, er war ein junger Pastoran. Und er hat mein erstes Buch, das ist Anthologie, Short Stories, er hat gelesen und er hat gefragt, sind Sie Schriftsteller? Ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, ich habe nie gesehen. Und danke. Und ich habe gedacht, ja, viele Leute sind in Pastoran, aber mit anderen denken. Das war für mich eine große Chance. Und sie konnten alle Bücher abholen und dann für mich einen Prozess machen. Also am Anfang der Revolution gibt es ja oder gab es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen, Positionen, Strömungen. Kannst du beschreiben, wie sich das allmählich verengt hat, wie quasi die Macht sich konzentriert hat? Ja, unser großes Problem kommt aus einer kommunistischen Partei, Tudor-Partei. Sie haben, kommt und alle Paragraph kommt in dieses Roman und sie sagen, ja, sie können andere Gruppen an iranische Revolution anbald. Nicht teilnehmen lassen. Ja. Also sozusagen allein, und sie allein stehen für die Revolution. Sie waren ein bisschen katholische Aspap. Katholischer und, als der ja. Der ach, wie heißt der Mann? Papst, danke. Ja. Also dogmatisch, ideologisch. Ja, aber sie hatten gedacht, ja, das ist eine große Chance von Russland. Und sie haben versucht von Russland und... Also damals Sowjetunion? Ja, und im iranischen Schriftstellerverband, wir hatten 280 ungefähr Mitglieder. Und sie haben diesen Verband geteilt, einen neuen Laden gemacht vielleicht, ich sage Laden. Und mit ungefähr 700 Mitgliedern, neue. Und sie waren alle mit ein bisschen kommunistischen Gedanken. Und der erste Schritt, sie haben den iranischen Schriftstellerverband geteilt und ein bisschen war schlimm für uns. Und seit 3 Jahren nach der Revolution, eine Sommer, ich hatte meine freie Zeit, jemand hat angerufen, Herr Marufi, haben Sie Zeit? Ja, und einen Verlag. Und dann Herr Golshiri und Herr Mohammad Ali, 2 Schriftsteller waren da und dann sie haben gesagt, ja, iranische Schriftstellerverband bei Revolution anbald. Sie haben zugemacht und dann geschlossen, einen Plomb gemacht. Und ich wusste, wir haben viele Protokoll von unseren Sitzungen. Und
an diesem Abend, ich hatte einen Besuch mit unserer die Gruppe von Herr Shamlu, Golshiri und Parham und Mukhtari. Also lauter sehr berühmte Schriftsteller, ja, genau, und Dichter. Und sie haben gesagt, du bist keine berühmte Schriftsteller, unser Jung, unser Mobil. Kannst du alle Sachen, unsere Protokoll und Bücher von diesem Gebäude alles abholen? Und wenn, kannst du nicht schaffen, sie können sofort schießen und töten. Also es ging darum, das Archiv zu retten. Ja, genau. Archiv und unser Protokoll von unserer Sitzung war sehr wichtig. Unsere Adresse von allen Schriftstellern. In dieser Zeit, ich habe gedacht, ja, ich bin 1 gegen 280. Habe ich gedacht, ja, mach ich. Hm. Und dann, ich habe einen Morgen früh die Schlüssel, alles, ich habe kaputt gemacht und dann alles, ich habe aufgeräumt im Karton und weggeschafft. Ja. Aber in dieser Zeit war ganz Sommer, Mittelsommer. Ich habe gewartet von meiner ersten Tochter, Mehregan. Gestern war ihr Geburtstag. Und aber wann hast du gespürt, dass eine neue Diktatur kommt? Also wann waren die Möglichkeiten der Revolution erschöpft? Wann gab es nur noch sozusagen diese eine Option der neuen Diktatur? Ja, von Gesellschaft war es anderes. Aber für mich persönlich kommt in Figur von Iraj immer kommt, ich glaube, 6 Monate. Sechs Monate nach Revolution. Weil ich war Nachbar, unsere Familie war Nachbar bei einem großen Ayatollah Sadr. Er ist großer Bruder von Imam Musa Sadr in Libanon. Und 40 Jahre, er ist verloren. Und er hat mir gesagt, Abbas, diese Gruppe von Khomeini sind sehr gefährlich und sie machen kaputt Iran und ganze Islam. Alles machen kaputt. Das hat er von Anfang an gesehen. Ja. Und dann langsam, Schritt zu Schritt, wir haben gesehen und dann. Gab es Versuche der Schriftsteller Khomeini in irgendeiner Weise zu kontaktieren? Also gab es einen Austausch, gab es ein Gespräch, gab es überhaupt irgendeine Begegnung? Ja, wir Vorsitzender von iranischer Schriftstellerverband, ein paar Leute waren von Mujahedin und jetzt sie sind in Paris und so alt geworden. Aber sie haben versucht, ich war in dieser Sitzung genau diesen Tag und sie haben so viel versucht, ja, wir müssen mit Khomeini besuchen. Und dann 21 Schriftsteller bei Khomeini hatten eine Sitzung, 5 Minuten. Und dann, sie wollten sprechen mit Khomeini, aber er hatte diese Erlaubnis nie gegeben. Und er hat gesagt, ja, sehr gut, tschüss. Eine kurze Begegnung von Literatur und Macht. Ja, und dann, ich habe diese Situation in diesem Roman gemacht, in diesem Vatergarten, in einem Frühstück mit Khomeini. Also wir können, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass jeder, der mehr wissen will, den Roman lesen sollte. Weil da ist das alles sehr, sehr detailliert und ja, normalerweise von einer Schriftsteller Roman ist eine Erfahrung und lebendere Erfahrung und muss immer mit alles erfahren, gucken, hören, schauen und
Aber es ist ja ein sehr gesellschaftspolitischer Roman. Du hast aber eine Folie benutzt, ein Fundament, nämlich ein altes iranisches Epos von Ferdowsi Shahnameh. Wieso? Wieso hast du sozusagen diese sehr, sehr heutige politische Geschichte verknüpft mit diesem alten Epos? Das ist ich habe einen Roman, Familienroman geschrieben und in Zeitrevolution. Und dann, ich habe eine Cover von politische Cover auf dem diese Skulptur gemacht und eine zweite Version. Und ein paar Leute denken, ja, das ist ein politischer Roman, aber das ist keine politische. Nur hat eine Cover, viele Leute kommen. Aber die in tief mehr als 10 Jahre, ich habe über diesen Roman, ich habe gedacht, kommt die Quelle kommt von Ferdowsi, Shahnameh Ferdowsi. Ferdowsi ist ein iranischer großer Dichter, Schriftsteller und 1000 Jahre alt. Und er ist unser Homer. Homer hat im West Iliad und Odyssee geschrieben. Und Ferdowsi in Iran hat eine Shahnameh geschrieben. Das ist, dieses Buch ist 60.000 Beit oder Sätze. Verse, oder? Ja. 60.000 Verse. Jeder Beit und zwei Teile von einem Gedicht ist eine Beit und wie eine wie eine Satz. Strophe oder? Ja. Oder eine, manchmal ist ein Paragraph. Und ja, wir haben viele Dichter. Iran hat reich in Literatur und Teppich und Katze und all. Aber nichts ist so gut wie die iranische Dichtung. Ja, ich denke, wir sind reich in alter Literatur und wir haben Sa'di, Hafez, verschiedene Dichter. Aber wir haben vier große Dichter und sie sind Hakim. Lehrer. Ja, Literat. Und sie haben ein bisschen Philosophie von anderer Seite, von vor dem Islam nach dieser Seite bekommen. Mhm. Und viel gearbeitet. Einer ist Nizami, einer ist Ferdowsi, einer ist Attar und Khayyam. Aber eine kurze Frage, mir ist aufgefallen im Iran, du sagst alte Dichter, aber sie sind nicht alt, weil sie ja immer noch sehr viel gelesen werden, diskutiert werden. Sie sind ja noch sehr lebendig in der iranischen Kultur, oder? Ja, aber ich glaube, Mythologie, egal welche Mythologie, West oder Ost, das ist ein Muster von Leben. Zum Beispiel Antigone. In dieser Stadt, wir haben eine Short Story, wir haben zusammen gelesen, über jemand hat ihre Bruder ist getötet und Schach hat getötet und sie kann nicht eine Erlaubnis bekommen von begraben. Das ist eine große, 3000 Jahre Sophokles hat geschrieben. Und ich glaube, Mythologie sind ein Muster, ein schönes Muster, wie Kain und Abel, Bruder gegen Bruder. Oder in diesem Roman, Fereidun hatte drei Söhne, und das ist ein schöner Teil in Shahnameh. Er hat Iran zwischen seine drei Söhne geteilt. Und die beste Teile war Iran. Er hat ein Iraj gegeben. Und zweite Teil ein bisschen arabische Land und Türkei und ein bisschen Russland. Ein Salm
Und dritter Teil, Antur und dritte Sohn. Afghanistan und Turkmenistan bis nach China. Also Iran dann, war damals viel größer offensichtlich. Ja, Iran war der schönste Teil. Und dann die zwei Brüder neidisch geworden und dann sie haben ihre Bruder Iraj eingeladen, freundlich. Und sie haben seinen Kopf an Vater geschickt. Abgeschnitten? Ja. Und dann hat eine Teil in Shahnameh Ferdowsi, Fereydun, unser großer König, hat seine, diesen Kopf von Iraj an einen Stuhl, Königenstuhl, sagen Orang, er hat gelassen, hat andere Namen, Stuhl ist Stuhl, aber Orang ist nur für Königen, dürfen sie nicht Leute sitzen. Ein Königsthron. Ja. Und dann er spricht mit diesem Kopf. Das ist eine wunderbare Tragödie, sehr schön. Und ich habe gedacht, ja, mein Roman Mutter sucht Körper von Iraj. Und dann sie sucht und spricht mit Körper von Iraj, ja. Mit zwischen. Also nur zur Erklärung, er war lange im Gefängnis und er ist im Gefängnis umgebracht worden. Ja. Sie haben geschossen und dann sie kann mit einer eine andere Sohn, er ist Pastoran und er arbeitet mit Khomeini. Andere Sohn ist Mujahedin, andere Sohn ist Kommunist und er erzählt diesen Roman. Mhm. Er ist in einem crazy place in Aachen. Also muss ich kurz übersetzen, Irrenanstalt. Ja. Aber das Faszinierende an dem Roman ist, dass ich lange Zeit nicht wusste, ob er Insasse ist im Crazy Place, also in der Irrenanstalt, oder ob er Wärter ist. Also das hast du so geschickt gemacht, dass man manchmal denkt, ist er eigentlich der Verrückte oder ist er der einzig Vernünftige? Nein, jeder Kranken, solche Kranken denken, ja, alle Leute in der Welt sind dumm und ich bin gesund. Ja, das ist normal. Aber gestern, ich habe von einem Freund, ich habe gesprochen hier, ich habe gesagt, die Welt ist ein großes Krankenhaus jetzt. Und wir haben immer, ich hab geguckt, die Stadt, immer die Skulptur und Architektur und Kunst. Und ich habe gedacht, viele Leute haben diese Stadt gemacht. Und jemand, ein dummer Mann wie Trump oder wie Kim oder anderen, in einfach. Das ist immer kommt mein Kopf ein Alarm. Ich habe Angst von diesen schönen Sachen, lebendigen Sachen. Wie ist denn heute im Iran die Wahrnehmung der Revolution? Also nicht die offizielle, also nicht der offizielle Mythos, sondern zum Beispiel bei deinen Schülern und Schülerinnen. Wie sehen Sie die Revolution? Ja, jetzt Leute haben eine langsam sie haben gefunden. Zum Beispiel in einer Zeit, ich denke, meine Mutter hat ein Radio, sie konnte immer BBC hören oder was passiert. Und dann jetzt, wir sind in Internetzeit und Leute langsam ein bisschen getrennt um dieses Wege. Revolution geht gerade seine Weg und sie denken, ja, die beste Tarif von Islam ist so. Khamenei sagt, ja, ich bin Führer von allen Muslimen in der Welt. Erdogan sagt, ich bin Führer von allen Muslimen in der Welt. Und Daesh sagt auch. Und ich denke, wir haben 1 Milliard
Muslim in der Welt und 3 Milliarden Wege in Islam. Und das ist sehr komisch. Aber was sehr tröstlich war bei der Buchmesse in Teheran, ist, dass der große Stand mit den gesammelten Werken von Khamenei und Khomeini, ja, da war kein einziger Mensch. Große Ausgaben, ja, luxuriös, in Leder gebunden. Während die kleinen Stände, die unabhängigen Verlage mit junger Dichtung, mit junger Literatur, genau, waren voller Menschen. Also ich hatte das Gefühl, eigentlich interessiert diese verordnete orthodoxe, ja, jetzt Position interessiert niemanden mehr. In Frankfurt auch jeden Jahr, 20 Jahre. Ich bin einziger Verlag, Exiler Verlag in Frankfurter Buchmesse. 20 Jahre, immer ich war da. Und dieses Jahr auch, ich gehe. Und meine Stand ist 4 Quadratmeter. Und gegen uns kommt, ich glaube, 400 Meter mit vielen Bildern von Khomeini und anderen Mullah. Und wirklich, du bist gegenüber dem offiziellen Stand? Aber Leute sind bei dieser kleinen Ecke. Leute sind da. Unsere Studenten, unsere Kapital. Ich glaube, unser Kapital sind unsere Jungen. Aber Regierung denkt ja, Kapital ist all oder die Fotos, große Fotos. Und vor 2 Jahren, sie haben 500.000 Euro bezahlt an Buchmesse Frankfurt. Und dann Salman Rushdie halbe Stunde hatte eine Lesung. Sie haben abgesagt. Und die alle Geld, sie haben bezahlt mit einer Roban, gelbe Roban und Bände. Sie haben das war ein Band, ja. Band, ja, also genau. diese riesige Fläche war einfach abgebunden. War zu. Fünf Tage war zu. 500.000 Euro. Einfach. Und jetzt iranische Leute haben viele Wege gefunden, zum Beispiel Iran kauft aus Nordkorea oder Südkorea einen Filter. Filter von Telegram, von Skype und dann 10 Minuten eine junge Student macht einen Antifilter kostenlos. Das also mit Filter meinst du ein Zensurinstrument im Internet, um genau Skype, Facebook und so weiter zu kontrollieren? Genau, ja. Sie haben die Technik gefunden und die Mechanismen. Sie haben gefunden. Ich wurde übrigens vom Taxifahrer, der mich am Flughafen Teheran mitgenommen hat, ich wurde als erstes gefragt, welche VPN-Software ich denn empfehlen könnte. Ich war total überfordert und er war ganz enttäuscht von mir, dass ich so ein unglaublich ungebildeter Mensch bin. Ja jetzt, gestern Abend, ungefähr 12 Uhr, ich war im Hotel hier, eine Nachricht habe ich bekommen von meinem Verlag aus Iran. Er will in dieser Buchmesse 2000, 3000 Bücher, Symphonie der Toten und Jahr des Aufruhrs. Zwei Romane, die. Romane in Iran. Und die auf Deutsch bei Surkamp erschienen sind. Bei Surkamp, ja. Und, sind die bislang im Iran erschienen oder wäre das jetzt zum. Ja. Ja, jetzt in meinem Verlag erschienen und Schwarzbazar auch. Auf dem Schwarzmarkt. Schwarzbazar ist schön. Ja. Gut, also und dann er hat geschrieben, seine Website und für mich geschickt und wir haben diese Bücher mit ungefähr 3000 Exemplare, beides mit Unterschrift. Name von einer Jemen und er will
Er muss 3000 Busche abholen in Deutschland. Ich muss zwei, drei Tage oder eine Woche alle Busche signieren. Und dann nochmal abholen nach Iran. Wie, also das ist unsere, Sie das ist eine Fotos. Ich glaube, das ist eine Porträt von einer Schriftsteller. Und du weißt, ich habe in ganze Zeit, ich bin 60 Jahre alt, ich habe niemals Politik eine Schrift, ich hatte keine politische Arbeit. Und da muss ich dir widersprechen, weil gute Romane sind immer politisch. Und da deine sehr gut sind, sind sie sehr politisch. Ich habe nur geschrieben und ich hatte immer Studenten und gelesen, aber das ist ein Gesicht von einem Schriftsteller, 21 Jahre im Exil ist vorbei. Und mein Vater, 11 Jahre, ich konnte nicht meinen Vater gesehen. Und er ist gestorben. Und immer kommt mein Traum. Und mit einer Gesicht von 20 Jahren, vor 20 Jahren. Und ich bin ein Mensch. Also wir haben die Maßgabe von den Veranstaltern, dass wir die letzte Viertelstunde Fragen des Publikums zulassen. Bitte schön. Das wollen wir hiermit sehr gerne tun. Es gibt ein Saalmikro, oder? Falls Sie eine, da hinten die Dame mit dem Orangen, glaube ich. Ich habe eine Frage. Ich war vor 2 Jahren auf einer Literaturreise im Iran und habe sehr viel auch mit iranischen Schriftstellern reden können. Die Verbannten, die Entbannten, die Wiederverbannten, also keine Systemtreuen. Und mir ist aufgefallen, ich habe vorher sehr viele Romane und natürlich Literatur gelesen, dass es sehr schwierig war, eigentlich Romane zu finden, die sich mit der Jugend heute beschäftigen. Keine Jugendromane, sondern Romane, die sich mit den Verhältnissen beschäftigen, in denen heute, sagen wir, 20, 25-Jährige leben. Der einzige, der mir eingefallen ist, ist Zensurieren eines persischen Liebesromans, wo die ganze Problematik des Zusammenkommens von jungen Leuten, erste Erfahrungen drin ist und natürlich dann die Zensur überhaupt, das von Mandanipur. Sonst ist mir gar nichts eingefallen. Hat das damit zu tun, dass wir eigentlich eher also Romane übersetzen, die sich noch sehr stark mit der eigentlich ganz konkreten Nachwirkung der Revolution beschäftigen und vielleicht derartige Romane gar nicht berücksichtigen. Also Übersetzungspolitik, Verlagspolitik, ist schon mein Thema, meine Frage. Ja. Okay. Berlin einen Verlag und bis jetzt wir haben 240 Bücher gedruckt und ungefähr 40% Bücher kommt aus Iran und Schriftsteller sind in Iran. Ein paar Schriftsteller in Iran können ein bisschen Korrigierung von Zensur Gruppe von Erschad-Ministerium ein bisschen verstanden. Ein paar Schriftsteller sagen nein. Und sie schicken vor uns und wir drucken hier. Also nur zum Verständnis, manche kommen durch die Zensur und andere nicht. Oder? Also manche schaffen es, durch die Zensur zu kommen, andere nicht. Aber es ist nicht klar, was zensiert wird und was nicht, oder? Eine Zensur ist zum Beispiel, ich hatte ein Buch, Die dunkle Seite, in Deutsch. Persischer Titel ist Peker Farhad. Mein Verlag hat mehr als 20 Mal dieses Buch gedruckt und hatte Erlaubnis. Und jetzt in Rohani-Zeit, dieses Buch
ist verboten. 5 Jahre, wir haben versucht nochmal, wir können nicht Erlaubnis bekommen. Und immer kommt ein, eine Gruppe kommen und müssen lesen und dann entscheiden über unsere Kultur. Und arbeitslos, viele, alle, ich denke, viele sind arbeitslos, Junge in Qom oder Mashhad und Teheran, und sie suchen einen Job. Sagen, ja, suchst du einen Job? Ja, kannst du jede Woche zum Beispiel 100 Bücher lesen und dann Erlaubnis geben? Okay, das ist ein Job. Die Zensurbehörde gibt keine Erklärung, oder? Keine. Sie sagt nicht, wieso sie ein Buch verbietet. Ja, sagen nein, dieses Buch hat keine Erlaubnis oder hat und haben keinen Kommentar. Also nur eine Sehr kompliziert, weil immer so ein kompliziert und undurchsichtig. Ja. Da war, glaube ich, ein Herr und dann die Dame hier. Ich würde gerne wissen, ob es so etwas wie ein Schlüsselerlebnis gegeben hat, bei dem klar geworden ist, dass die Revolution mit großen Hoffnungen und einer großartigen Entwicklung verbunden sein könnte, weil sie hat ja ein diktatorisches Regime weggefegt. Und ob es dann ein Schlüsselerlebnis gegeben hat, wo einem sozusagen die Schuppen von den Augen gefallen ist, dass es in die verkehrte Richtung geht. Hat es sowas gegeben, aus Ihrer persönlichen, aus Ihrem persönlichen Erlebnis? Bei dem du auf einmal verstanden hast, die Revolution ist zum, wird scheitern, die Revolution wird nicht. Ja, genau. Gab es ein Erlebnis? Ja. Erzählst du sonst? Ja, das ist, ich habe erzählt und als ich war 20, ich habe verstanden alles und das ist nicht unser Weg, ein iranischer Weg. Wieso hast du es verstanden? Gab es eine bestimmte Erfahrung, eine bestimmte, ist etwas passiert, bei dem du auf einmal gesagt hast? Ja, iranische Schriftstellerverband war eine Erfahrung oder unsere Zeitschrift, als ich war in einer Zeitschrift, ich habe geschrieben über Anton Tschechow oder und sie haben einfach einen Brief geschrieben, das ist verboten. Warum? Wir haben eine große Revolution. Warum dürfen wir nicht eine Zeitschrift haben? Und dann meine persönliche Erfahrung ist meine Zeitschrift Gerdun. Ich habe 5 Jahre versucht von dieser Erlaubnis. In unserem Gesetz kommt, jeder Mensch hat Recht von eine Zeitschrift drucken. Hat Recht. Und jetzt, sie haben gesagt, nein, sie müssen eine Erlaubnis bekommen. Okay, das Recht, wir haben vergessen. Und dann 5 Jahre, immer, jede Woche, ich habe versucht, habe ich meine Erlaubnis, kann ich heute bekommen? Nein, nächste Woche. 5 Jahre. Und dann ich habe bekommen, ab erster Ausgabe, Gerdun Magazin war eine literarische, nur literarisch, und iranische Schriftstellerverband, Menschenrecht, Frauenrecht, Kinderrecht und alles. Moderne Literatur in der Welt, neue Literatur für iranische Jugend, junge Schriftsteller. Und dann die erste Ausgabe, wir hatten ein Problem von Kehan von, und sie haben 4-mal attackiert mein Büro, meine alle Computer und alle Sachen. Sie haben verbrannt, alles kaputt gemacht. Und immer, ich war unter Druck bei Geheimdienst, warum schreibst du so, warum schreibst du so? Und das war Literatur und keine Politik. Ja. Ich wollte nur sagen, auch wenn man sehr leidet unter Zensur und Kastration und wie auch immer, letztendlich ist es so, dass die Dinge, die schwer erjagt werden und schwer zu bekommen sind,
viel wertvoller sind als das, was einfach so leicht zu haben ist. Also vielleicht ist es auch ein Vorteil manchmal, wenn die Dinge nicht so leicht zugänglich sind, weil man sich dann sehr anstrengen will, dass man das doch bekommt. Ja? Also um das zu übersetzen, wir sollten wieder Zensur einführen, damit die Literatur mehr Bedeutung hat. Aber erzähl doch mal, wie viele von deinen Büchern schwarz gekauft und gelesen werden. Fällt dir auf, immer mit guten Mikrofonen nimmst, ja. Funktioniert das nicht. Symphonie der Toten, jetzt hat 42 Ausgabe, jetzt jeden Mal 10.000 und schwarz, oder? Schwarz weiß ich nicht. Schwarz. Nein, aber du hast mir letztes Mal erzählt, dass sehr viele deiner Bücher illegal im Iran verkauft werden. Wir können nicht sagen, wie viel, weil haben zum Beispiel, sie können in Mashhad oder Süd-Iran gehen, eine Bibliothek, und dieses Buch kaufen, Schwarzbazar. Und den Schwarzbazar machen, Cover-Design machen von meinem iranischen Verlag Cover und mein Logo in Deutschland. Und sagen, ja, das ist echte. Und Leute glauben das. Und ich Aber der Text wird nicht verändert. Das ist nein, Text ist, sie haben kopiert. Und das ist eine, genau, machen Kopie. Und drucken Schwarzbazar und verschiedene Verlage. Weißt du, was das für Menschen sind? Hast du Kontakt mit ihnen? Nein. Wir kennen nicht. Und zum Beispiel ein Buch, ich habe hier 7 Jahre, mein letzter Roman, 7 Jahre, ich habe in Berlin geweint und geschrieben. Das ist über Liebe, Exil, Einsamkeit und Reise. Und 31 Versionen ich habe geschrieben. Und jetzt, mein Verlag kann nicht dieses Buch Erlaubnis bekommen, aber in Schwarzbazar verschiedenen Cover-Design kommt. Und Leute haben alles. Und mein Bruder, nach 21 Jahren in Deutschland gekommen, nach 21 Jahren ist mein Bruder, ich habe gesehen, und dann er hat ein Geschenk für mich mitgebracht. Das war ein Schwarzbazar-Buch. Das ist dein Buch, ich habe im Buchladen gekauft. Einmal, ich habe angerufen, eine Kette-Buchhändler. Ich habe gefragt, Sie wissen, ich habe einen Verlag. Und Symphonie der Toten hat Erlaubnis, sie können von meinem Verlag kaufen und verkaufen. Und er hat gesagt, ja, dieses Buch in Schwarzbazar haben 20% Rabatt mehr. Das ist also mit anderen Worten, illegal ist billiger. Ja. Glaube ich nicht. Und Entschuldigung. Die Dame, oder wolltest du noch was sagen? Nein, manchmal kommen in Buchmesse Frankfurt ein paar iranische Verlage und alte Verlage machen so nicht. Aber die neue Gruppe kommen. Und das hat eine Geschichte. Und ich glaube, es ist sehr interessant, sie wissen. Und als ich hatte Zeitschrift, meine Zeitschrift hatte monatlich 22.000 Exemplare, diese Zeitschrift, immer. Und wir wollten Papier kaufen zum Druck. Schwarzbazar-Papier war von alle 22.000 2 Millionen Tuman und von Kulturministerium hat gegeben 200.000, 10-mal teuer. Aber ich konnte nicht bekommen dieses Papier
von Government. Und immer, ich habe Schwarzbazar gekauft. Und wir hatten diese Zeit viele Zeitschriften. Und sie haben geschrieben, ja, unsere Exemplare ist 30.000. Und ein Foto von Khomeini. Und sie haben 300 Stück gedruckt. Und alle Papiere, sie haben an mich verkauft. Und sie haben alle, sie haben schöne Gebäude gebaut. Alle sind reich. Und jetzt, ein Tag, wir hatten ungefähr 1000 Verlage. Jetzt, wir haben 11.000 Verlage. Und immer suchen Papier und Schwarzbazar verkaufen. Das ist ein großer Bazar, weil Philosophie von einer Ideologie ist sehr wichtig. Wir sagen, hier ist ja Sozialismus. Okay, nicht 100%, aber Sozialismus. Aber Philosophie von einer Ideologie in iranischen Mullahs, das ist sehr wichtig. 1400 Jahre, alle sind Makler. Makler zwischen Mensch und Gott. Willst du geboren? Okay, muss hier kommen. Willst du heiraten? Ja, hier muss kommen. Willst du getrennen? Okay, hier muss kommen. Willst du toten? Alles. Immer sind diese Makler von unseren alle Punkte unseres Lebens. Und dann diese Philosophie kommt sowieso kommt in die Stadt, von Verlag, von Büchern, von Politik. Mullah sind Makler. Ja, und sie betreiben, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine Monopolwirtschaft. Ja, ja. Und immer, sie haben in Rom eine große Laden gemacht und Leute können Brief schreiben an Imam Zaman, 12. Imam, er kommt, mehr als 1000 Jahre, alle Leute sind gewartet vor ihm, er kommt nicht. Nee, wir warten noch, oder? Ja, warten noch. Und dann Leute gehen in Rom, schreiben einen Brief und jemand kommt Geld, bekommt Geld und die Leute schreiben, ja, schreib bitte so, so, so. Und er schreibt Arabisch. Und okay, nächste. Und hat eine Schlange von 2 Kilometer. Das heißt, um das richtig zu verstehen, die Mullahs haben einen Postverkehr eingerichtet zwischen den Bürgern und dem 12. Imam, der noch kommt. Okay. Ja, sie bekommen diesen Brief und dann schicken eine Schicken Sie irgendwie ab, okay. So, ich glaube noch einen Moment, noch, nee, tut mir leid, oder ganz schnell noch. Ja, ich wollte Sie nur zur Rezeption von Ferodin hatte 3 Söhne in Deutschland befragen. Sie haben Lesereisen erwähnt und ich habe das Buch sehr spannend gefunden und mir hat es auch geholfen, so durch den Dialog oder zwischen den Brüdern auch die verschiedenen Strömungen zu versuchen, etwas zu verstehen. Und ich denke mal, gut, das ist natürlich anders, wenn man aus dem Iran kommt und das alles sehr nah verfolgt hat. Aber ich habe auch die Ebene dann in der Irrenanstalt sehr interessant gefunden. Aber mich würde eben deshalb interessieren, was das Feedback in Deutschland zum Beispiel von deutschen Lesern war. Danke. Dankeschön. Wenn Sie suchen in einem iranischen Bezirk und Sie können finden Majid und dieser solche Mann. Als ich bin nach Deutschland gekommen, ich war eine neue Kamera. Ich habe immer geguckt und dann aufgenommen. Und dann, ja, alle Politiker, iranische Politiker. Verzeih, aber ich glaube, du hast die Frage missverstanden. Die Frage war, Leser von diesem Roman jetzt in Deutschland, was hattest du für Reaktionen? Ja, immer hatte
Ich wollte. Ja, aber das Problem ist nur, die haben gesagt, wir müssen pünktlich sein. Okay. Und dass sie es zweimal gesagt haben, meinen sie es ernst, glaube ich. Das war sehr, sehr gut, weil ich glaube, ich habe nur von meiner Buchhandlung mehr als 100 Mal Blumen bekommen von meinem Leser, deutschen Leser. 100 Mal? Mehr als 100 Mal. Ich habe nur einmal bekommen. Das heißt, du bist 100 Mal besser als ich. Also, aber wir müssen leider, weil die haben gesagt, wir müssen ganz pünktlich enden. Okay. Ich muss noch kurz sagen, die Bücher sowohl auf Persisch als auch auf Deutsch sind auf dem Büchertisch. Ich weiß nicht, also hier sind, glaube ich, die auf Persisch und drüben im Museum die auf Deutsch. Und ich danke sehr, dass Abbas, dass du gekommen bist, und ich wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke Ihnen.